Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel, ich bin's hier Elias und heute ein weiteres Video für euch. Und zwar möchte ich einen hammergeilen RP-Glitch zeigen. Und der ist sogar besser als der andere, finde ich. Was ihr machen müsst, ist einfach nur eine Mission starten, beziehungsweise einen Spielmodus. Was ihr machen müsst, ist einfach nur auf Start drücken, online, dann auf Jobs, dann von Rockstar erstellt, also auch Job posten. Dann geht ihr auf Capture und dann wählt ihr aus, ist das ihr Gepäck. Ich glaube, so heißt die Mission, ich kann es gerade selber nicht lesen, tut mir leid. Und ja, die Mission startet einfach, was ihr da machen müsst, ihr spawnt. Und dann geht ihr euch einfach den Kopf holen von feindlichen Spawn. Das ist die grün markierte Tasche sozusagen auf dem... auf der Karte. Und ja, ihr müsst einfach nur hinfahren, ist egal wie ihr da hingeht, ich nehme das Fahrzeug hier. Also ihr seht jetzt hier, da liegt es eben, dann geht ihr zum Hubschrauber, also ihr holt das Päckchen, dann geht ihr zum Hubschrauber, dann steigt ihr in den Hubschrauber ein, der ist irgendwo auf der Map, müsst ihr einfach nur suchen, den findet man eigentlich ziemlich schnell, also ich hatte ihn sofort gefunden, ne? Dann steigt ihr einfach nur in den Hubschrauber rein und fährt dann, beziehungsweise fliegt dann zu der bestimmten Stelle und zwar zu dem Spawn. Allerdings muss ich sagen, ihr bekommt nicht so viel XP, wie ich hier bekomme. Warum, kann ich euch mal kurz erklären, und zwar habe ich meinen GTA so praktisch gemoddet und deswegen bekomme ich einfach mal viel, viel mehr XP als ihr, also ihr bekommt locker nicht so viel, ihr bekommt glaube ich 25 XP pro Sekunde, pro halbe Sekunde, und ich bekomme halt 5000 RP pro halbe Sekunde. Ihr seht es gleich hier. Bei mir scheint das jetzt gerade richtig an. Außerdem kommt hier so ein Sound nachher, also während ihr das macht. Und deswegen habe ich den Ton hier ausgemacht bei dem Video. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich krass, finde ich. Ich bekomme hier auf jeden Fall ziemlich viel XP. Ich lasse jetzt noch ein bisschen Musik laufen und ihr werdet am Ende sehen, ich bin fast Level 300 innerhalb von ein paar Sekunden. Aber wie schon gesagt, das ist so bei mir, sobald ich mein GTA gemoddet habe. Ich werde bald ein Tutorial machen, wie man das GTA moddet, falls ihr das sehen wollt. Abonniert den Channel und dann werdet ihr das ja sehen. Und es gibt übrigens auch auf der PlayStation. Vielleicht habe ich das auf der Xbox gemacht. Und ja, wie schon gesagt, ich lasse ein bisschen Musik laufen. Ich bin euer weg. Ciao. Haut rein. Ich bin's nochmal kurz, und zwar habe ich vergessen was zu sagen, und zwar müsst ihr dann den Helikopter eben nehmen und dann einfach in der Luft fliegen, also kurz darüber. Euer Kumpel kann auf der anderen Seite genau das gleiche machen, also er kann auch den Kopf vorholen und dann einfach über dem Spawn sozusagen fliegen, also über die Einnahmestelle, also über der Base. Und ja, das müsst ihr einfach machen, also ihr dürft nicht den Boden berühren, sonst wird es abbrechen, ihr habt die Mission am Start und dann geht's eben nicht mehr weiter. Deswegen macht es einfach genauso wie ich, und ja, ich bin weg, ciao, haut rein.